Annika Spieß war auch schon im letzten Jahr dabei. Allerdings hat sie jetzt die Rolle getauscht. Erst hat sie Junghexe Morena gespielt, jetzt ist sie Turilla. Zusammen mit ihrer Schwester Turalla sorgen sie in der Hexenschule für die anderen Junghexen. Für Annika ist es also eine ganz neue Rolle. Nach den vielen Durchgängen im letzten Jahr brauchte sie den neuen Text aber nicht mehr lange üben. Trotzdem schwirrt auch der alte Text noch manchmal im Kopf rum. Ja, also es ist wirklich so, dass wenn man manchmal auf der Bühne steht, dass man dann genau weiß, ja, da hätte ich was sagen können, also von der anderen Rolle noch, aber an sich ist es eigentlich kein Problem, wenn man einmal in der Rolle drinne ist, dann geht das voll. Im Stück Zauber der Magie geht es um die Nacht der Hexenweihe. Regenbogenkind Amitola kämpft dabei die ganze Zeit um die Anerkennung der Junghexen. Obwohl sie hochbegabt ist, wird sie von den anderen ausgegrenzt. Um dazuzugehören, begeht sie in der Nacht aber einen großen Fehler. Bei der Generalprobe guckt sich Choreografin Verena Otto nochmal alles ganz genau an. Tänze und Choreografien sitzen noch vom letzten Jahr. Bei den Aufführungen vor Publikum am Samstag und Sonntag müssen aber noch ein paar Details beachtet werden. Also ein bisschen mehr lächeln, nicht ganz so konzentriert sein. Praktisch, also was heißt konzentriert? Konzentriert schon, aber ein bisschen lockerer im Gesicht, dass man halt eben doch gelöster ist. Ansonsten, ja, die Freude kommt ja dann auch mit der Aufregung und dann funktioniert das alles schon. Ich denke, das funktioniert. Annika will bis Samstag noch ein bisschen an der Aussprache feilen und langsamer sprechen. Sie sieht es als Chance, dass sie jetzt noch eine andere Rolle einnehmen darf. Aber natürlich ist nicht nur der Text, sondern die ganze Rollenbiografie anders. Bei der Morena, da konnte ich ein bisschen mehr rumzicken, ein bisschen mehr arrogant sein. Und jetzt muss ich den Kindern eigentlich so ein bisschen Ruhe vermitteln, wenn es jetzt um die Panik geht vor dem Schatten. Und ja, da ruhig zu bleiben, ist halt anders. Außerdem ist sie froh, dass sie jetzt nicht mehr so viel singen muss. Trotzdem gibt es für sie eine neue Herausforderung. Als Turilla muss sie es schaffen, neben der sehr extrovertierten Hexenschwester Turalla nicht unterzugehen. Wir bearbeiten auch das Psychische einer Hexe. Ach nun, hört doch auf, das Kind bekommt doch bloß Angst.